Wird Zelda Tears of the Kingdom das Finale der aktuellen Zelda-Geschichte und wo wird es überhaupt in der Timeline spielen? Darum geht's in diesem Video. Zelda Tears of the Kingdom ist der dritte Teil der aktuellen Zelda-Geschichte. Es gibt dieselbe Story, es gibt dieselbe Welt, es gibt dieselbe Engine, dieselbe Grafik und, und. Der allererste Teil dieser bis jetzigen Trilogie ist The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dieses Spiel kam am 3.3.2017 für die Wii U und ebenfalls am 3.3.2017 zum Start der Nintendo Switch raus. The Legend of Zelda Breath of the Wild ist kein klassisches Zelda, wie man es sich normalerweise vorstellt, denn es hat einige Dinge anders gemacht. Zum einen hat Zelda BOTW eine Open World. Es gibt auch keine Dungeons mehr, sondern Titanen. Außerdem gibt es keine speziellen Dungeon-Items mehr und die Story ist auch komplett frei spielbar. Man muss die Story gar nicht folgen und kann theoretisch direkt zum Endboss gehen. Also es hat sehr viel Freiheit. Einige dieser Änderungen fanden die Fans eher nicht so gut. Die meisten haben die Fans aber richtig gefeiert. Und aus diesem Grund wurde Zelda Breath of the Wild auch ein extrem erfolgreiches Spiel. Zelda BOTW ist weltweit das viertbeliebteste Spiel für die Nintendo Switch und das auch völlig berechtigt. Am 20.11.2020 haben wir dann ein Spin-off zu Zelda Breath of the Wild bekommen. Und zwar heißt das Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und das ist ein Game, welches 100 Jahre vor Zelda BOTW spielt. Zelda BOTW spielt nämlich 100 Jahre nach der großen Verheerung Ganon. Und Hyrule Warriors Zeit der Verheerung spielt während dieser großen Verheerung, also 100 Jahre früher. Hyrule Warriors Zeit der Verheerung ist aber ein Spin-off-Titel und kein richtiger Zelda-Hauptteil. Es ist lediglich darauf aufgebaut, dass man ein bisschen kämpft und die Hintergründe erfährt, was vor 100 Jahren wirklich passiert ist. Denn das Gameplay ist so, dass man immer eine riesige Schlacht hat, in der man kämpft, dann kriegt man wieder ein bisschen mehr Infos über die Stories durch Cutscenes, dann kommt wieder eine Schlacht, dann wieder Stories. Also es ist ein Spiel, wo du eigentlich nur kämpfst. Das ist kein Open-World-Spiel, du guckst ja nicht die Welt an, erkundest nicht die Welt, sondern es ist eigentlich nur zum Kämpfen da und dafür da, dass du erfährst, wie es wirklich vor 100 Jahren in Hyrule war. Und nun wurde der dritte Teil der aktuellen Zelda-Geschichte angekündigt, und zwar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dieses Spiel soll vermutlich am 12. Mai 2023 rauskommen. Doch wird dieses Spiel die aktuelle Zelda-Geschichte beenden oder wird es noch einen vierten Teil in dieser Welt geben? Und da muss ich sagen, dass ich mir eigentlich hundertprozentig sicher bin, dass Zelda Tears of the Kingdom das Finale wird und die aktuelle Zelda-Geschichte eine Trilogie wird. Denn es sind dann jetzt drei Games, die in derselben Welt stattfinden. Ich finde dies wirklich perfekt, weil man so drei richtig nice Spiele hat, welche alle irgendwie miteinander verknüpft sind. Aber wenn jetzt noch ein vierter Teil mit derselben Grafik, derselben Story, derselben Welt kommt, dann finde ich das echt too much und das kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Der nächste große Zelda-Hauptteil wird vermutlich erst 2027 oder so um den Dreh kommen und bis dahin haben wir safe eine neue Nintendo-Konsole, wo es dann auch safe eine ganz neue Zelda-Geschichte geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen vierten Teil in derselben Welt gibt und das wäre wie gesagt too much. Drei sind super, aber vier Spiele in derselben Welt, das muss jetzt nicht sein. Kommen wir jetzt aber zu dem Thema, wo Zelda Tears of the Kingdom spielen wird. Wo wird es in der Timeline spielen? Und da habe ich eigentlich zwei Vermutungen. Meine erste Vermutung ist eigentlich recht simpel, und zwar, dass Zelda Tears of the Kingdom einfach nach BOTW spielt. Also, dass es einfach einen Timeskip von 10, 20, 30 Jahren gibt und dass dann einfach Zelda Tears of the Kingdom spielt und die Geschichte einfach so weitergeht. Meine zweite Vermutung, und die ist aber etwas komplizierter und ausführlicher, ist, dass Zelda Tears of the Kingdom in der Vergangenheit spielen wird. Und zwar weit zurück in der Vergangenheit. Denn in den aktuellen Trailern von Zelda Tears of the Kingdom kommen immer wieder technologische Dinge vor, welche zum Beispiel an die Sona erinnern oder an die Sheikah, an die alte Technologie. Zudem wissen wir, dass die Verheerung Ganon Hyrule ebenfalls vor 10.000 Jahren angegriffen hat. Und zu dieser Zeit könnte der Titel ja spielen. Es könnte gut sein, dass Link in die Vergangenheit reist und dass das Game 10.000 Jahre vor BOTW spielt. Und da gibt es tatsächlich auch einige Indizien dafür. Zum einen natürlich diese Technologie, welche sehr wahrscheinlich von den Sonai oder von den Chikan kam, welche früher zu einer sehr frühen Zeit gelebt haben. Aber zum anderen auch der Vulkan. Denn schaut euch mal den Vulkan in Zelda Tears of the Kingdom an
Und schaut euch jetzt mal den Vulkan in Zelda BOTW an. Fällt euch was auf? In BOTW ist der Vulkan bereits ausgebrochen und in Zelda Tears of the Kingdom noch nicht. Und das könnte ein klarer Indiz dafür sein, dass dieses Game eventuell vor BOTW spielen wird. Sollte dieses Spiel viel mit Zeitreisen zu tun haben, könnte es natürlich gut sein, dass es wieder weitere Timelines eröffnen wird. Also, dass es ähnlich wie in Zelda Ocarina of Time wieder mehrere Zeitgeschichten gibt. Dass es zum Beispiel zwei oder drei Zeitstrahle gibt, welche sich neu geöffnet haben. Aber was denkt ihr? Wird Zelda Tears of the Kingdom das Finale der aktuellen Zelda-Geschichte? Und wo wird es in der Timeline sein? Was sind eure Vermutungen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert die Glocke. Ja, definitiv abonniert die Glocke. Nein, natürlich aktiviert die Glocke. Und habt noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, euer Pixto.